Wollen Sie bitte fortfahren, Ingenieur? Ich wiederhole. Zunächst mussten wir uns klar darüber werden, ob die Neutralität Hollands und Belgiens unter allen Umständen bei dem Konflikt und bei dem Kampf im Westen gesichert sein würde. Anfänglich schien es so. Dann mehrten sich die Nachrichten, dass besonders zwischen Belgien und Frankreich, aber auch zwischen Holland und England, Erörterungen stattgefunden hätten. Ein Zwischenfall bei Venlo, in welchem ein holländischer Generalstabsoffizier auf deutschem Gebiet gefasst wurde und ein anderer, glaube ich, bei diesem Zusammenstoß von der Grenzwache erschossen wurde, ergab einen neuen Einblick darin, dass diese Neutralität unter Umständen, unter verschärftem Druck der Feindseite nicht aufrechterhalten werden könnte. Translation isn't coming through quite loud enough to us. Right now. Go on, Dr. Stammer. Bitte. Wenn die Neutralität also nicht unter allen Umständen sicher war, entstand für den Kampf eine ungeheure Gefahr, dadurch, dass die rechte Flanke bedroht und offen lag. Die rein militärischen Dienststellen, die nur die strategischen Gesichtspunkte zu berücksichtigen hatten, mussten, nachdem sie zur Stellungnahme aufgefordert waren, diese in rein militärischem Sinne abgeben. Das heißt, darauf hinweisen, dass selbstverständlich durch Besetzung beider Länder die rein militärisch-strategische Situation eine andere sei, wie dann, wenn dies nicht geschehe und von Seiten des Gegners eine solche Besetzung erfolgen würde. Ein weiteres Moment an die absolute Neutralität dieser Länder nicht mehr glauben zu können, war die Tatsache, dass fast sämtliche Einflüge von Großbritannien, die damals stattfanden, in der Hauptsache über holländisches und belgisches Gebiet jedes Mal hinweggingen. Nachrichten verbürgter Art kamen uns zu Ohren, dass die belgische Armee von ihrem Aufmarsch, den sie zunächst bei Kriegsausbruch verstärkt an ihrer Südwestgrenze vorgenommen hatte, umgruppierte und mit sämtlichen Streitkräften an der deutschen Grenze aufmarschierte. Weitere Nachrichten besagten, dass ein enger Gedankenaustausch
zwischen dem französischen Generalstab und dem belgischen stattgefunden hatte und auf Druck des französischen Generalstabes Belgien sich verpflichtete, an der Befestigungslinie der Maas gegen Deutschland mit aller Verstärkung zu arbeiten. Weitere Nachrichten besagten, dass sowohl der französische Generalstabschef Gamelin wie Admiral Darlan und der Chef der Luftwaffe Villemain die Besetzung Belgiens unter allen Umständen zur Sicherheit Frankreichs forderten und dass erhebliche Aussprachen zwischen der englischen und französischen Regierung darüber stattfanden. Diese Nachrichten waren damals ziemlich verbürgt. Wie richtig und absolut klar sie waren, ergab sich später, als nach dem Einmarsch in Frankreich wir die Geheimdokumente des französischen Generalstabes und auch die Besprechungen, die zwischen der französischen und englischen Regierung im sogenannten Obersten Kriegsrat stattgefunden hatten. Die Ansicht des Führers, dass gerade durch die nicht aufrecht erhalten können der Neutralität seitens dieser Länder gegenüber verstärkten englisch-französischen Druck und dass dann besonders das für uns so vitale Ruhrgebiet in äußerste Gefahr geraten wurde. Wie richtig diese Auffassung war, ergibt sich ebenfalls aus diesen Berichten, indem der englische Regierungschef vorschlug und ausgiebig auch durch die Sachverständigen im Kriegsrat darlegen ließ, wie am zweckmäßigsten das Ruhrgebiet anzugreifen sei, und zwar dadurch, dass die englische Luftwaffe im niedrigsten Tiefflug über Belgien fliegen sollte, um dann im letzten Augenblick in kürzestem Anflug von der belgischen Grenze über das Ruhrgebiet herzufallen und die entscheidenden Industrien dort zu zerstören. Wenn es zunächst nicht dazu kam, so war es die Sorge des französischen Ministerpräsidenten, dass er seinerseits für die französische Industrie fürchtete und es zunächst der anderen Seite überlassen wollte, die ersten Industrieangriffe durchzuführen. England bestand aber darauf, jederzeit diesen über Belgien zu führenden Angriff gegen das Ruhrgebiet einsetzen zu können. Wenn man bedenkt, wie kurz nun die Flugstrecke von der belgischen Grenze bis zu den entscheidendsten Industrien des Ruhrgebiets ist, nur wenige Minuten, dann muss man die ganze Gefahr erkennen, die darin lag, wenn die Neutralität Belgiens seitens unserer Gegner nicht geachtet wurde. Denn umgekehrt, wenn sie geachtet würde, hätte ein Angriff durch die Luftwaffe Englands auf das Ruhrgebiet ausholen müssen über die deutsche Bucht, von Norden kommen, einen verhältnismäßig langen Anflug gehabt
bei dem es ohne weiteres möglich gewesen wäre, in der damaligen Zeit einen derartigen Angriff zu verhindern und zurückzuschlagen. Hingegen kam er über Belgien, so war dies ziemlich fast ausgeschlossen. Es war also bei diesem schweren Kampf notwendig, in allererster Linie an die eigenen Kampf- und Lebensinteressen zu denken und hier nicht die Vorhand dem Gegner zu lassen, sondern in dem Augenblick, wo man aufrichtig durchdrungen war von der Erkenntnis dieser unser Volk und zunächst unserer Wehrmacht drohenden Gefahr, diese vorweg auszuschalten und die Vorteile, die der Gegner für sich erwartet hätte, sich selbst zu sichern. Aus welchen Gründen sind in Frankreich noch nach Beendigung des Krieges Offiziere wiederum interniert worden? Ich möchte zunächst dieser Frage einen Ausdruck richtigstellen. In Frankreich war der Krieg keineswegs als solcher beendet. Es war ein Waffenstillstand beschlossen. In diesem Waffenstillstand war sehr großzügig verfahren worden. Diesem Waffenstillstand war schon in der Präambel eine Tendenz kommender Versöhnung gegeben. Ganz im Gegensatz zu dem Waffenstillstand, der 1918 an derselben Stelle stattgefunden hatte. Als damals der Marschall Pétain um den Waffenstillstand ersuchte, so war auch hier ihm zunächst zur Antwort gegeben worden, dass die Kapitulation eine bedingungslose sein müsste. Man hat dann durchblicken lassen, dass man aber eine Reihe von Wünschen, die sich auf Flotte, gewisse Teile eines unbesetzten Gebietes, Respektierung der Kolonie, dass man darauf auf diese Wünsche eingehen würde. Die Lage war eine derartige, dass Deutschland in diesem Augenblick auf einer absoluten und bedingungslosen Kapitulation hätte durchaus bestehen können und dass es keinerlei französische Streitkräfte von Bedeutung und erst recht nicht irgendwelche Hilfsstreitkräfte, die von England hätten kommen können, zur Verfügung standen, um eine restlose militärische Katastrophe Frankreichs zu verhindern. Keine Linie und keine französische Formation hätte den Durchstoß der deutschen Truppen bis an das Mittelmeer verhindern können. In England standen keinerlei Reserven zur Verfügung. Alles, was an Einsatzkräften dort war, befand sich in der Expeditionsarmee, die im belgischen, nordfranzösischen Raume und schließlich bei Dünkirchen zusammengeschlagen war. In diesem Waffenstillstand wurden nun jene Bedingungen respektiert, die als Wünsche geäußert waren. Der Führer hatte unabhängig davon auch eine gewisse großzügige Lösung gerade
der Offiziersfrage bezüglich der Gefangenen, sagen wir, angedeutet. Als nun, ganz im Gegensatz zu einer weitgehenden Befriedigung, die wir erhofft haben und die zunächst auch absolut eingetreten war, durch die Propaganda von jenseits des Kanals und die Errichtung eines dortigen neuen Widerstandszentrums unter dem General de Gaulle, in Frankreich selbst die Widerstandsbewegung langsam zu entwickeln begann, so war es von meinem Standpunkt aus durchaus verständlich, dass sich in erster Linie französische Offiziere als Patrioten hierfür zur Verfügung gestellt haben. Aber ebenso selbstverständlich war es für Deutschland, dass es diese Gefahr erkennend jene Elemente, die nun einmal bei solchen militärischen Widerstandsbewegungen die Führenden sind und auch die Fachleute, nämlich die Offiziere, dass es dieser Gefahr in erster Linie dadurch Herr zu werden versuchte, dass es die frei sich in Frankreich bis dahin noch bewegenden Offiziere wiederum in Kriegsgefangenschaft genommen hat. Es war dies eine fundamentale Voraussetzung, um überhaupt die Gefahr eines Rückenkrieges und eines erneuten Aufflammens in Frankreich auszuschließen. Es ist, glaube ich, überhaupt einmalig, dass während noch an allen Fronten der Krieg aufs Schwerste tobt, man ein Land, mit dem man zunächst nur einen Waffenstillstand hat, überhaupt gestattet, dass zu diesem Zeitpunkt, wo noch der Krieg in höchstem Ausmaße anhält, Offiziere frei sich bewegen können. Soviel ich weiß, ist das zum ersten Mal in der Kriegsgeschichte geschehen. Können Sie bestimmte Tatsachen anführen zur Erklärung, dass der Kampf in Frankreich, der doch offenbar 1940 beiderseits ritterlich geführt ist, später so erbitterte Formen angenommen hat? Man muss hier im Kampf mit Frankreich zwei Phasen völlig auseinanderhalten. Die erste Phase war die große militärische Auseinandersetzung. Das heißt, der Angriff der deutschen Streitkräfte gegen die französische Armee. Dieser Kampf wurde schnell durchgeführt. Man kann nicht davon sprechen, dass er durchaus als ein ritterlicher Kampf zu bezeichnen war, denn gerade aus dieser Zeit stammten schon eine Reihe von Taten auf französischer Seite gegen unsere Gefangenen, die später in den beim Genfer Roten Kreuz abgelieferten Weißbüchern bezeichnet sind. Aber im Großen und Ganzen hatte er sich doch in den üblichen Formen eines militärischen Kampfes gehalten, mit den Ausschreitungen, die immer in solch einem Kampf da und dort auftreten. Nachdem dies abgeschlossen war, trat zunächst
eine Befriedigung und Ruhe ein. Erst dann, als der Kampf weiterging und eine größere Ausweitung annahm, besonders als der Kampf mit Russland hinzukam und, wie ich vorhin sagte, auch auf der Gegenseite ein neues französisches Leitungszentrum sich gebildet hatte, wurde in den Ländern des Westens, die bis dahin ruhig waren und in denen es auch zu keinen irgendwelchen ernsten Vorkommnissen gekommen war, trat nun eine absolute Verschärfung durch die Widerstandsbewegungen ein. Überfälle auf deutsche Offiziere und Soldaten, Handgranaten und Bomben wurden in Lokale geworfen, wo sich deutsche Offiziere oder Soldaten befanden. Bomben wurden auch sogar dort hineingeworfen, wo sich Frauen befanden, Nachrichtenhelferinnen, Rote Kreuzschwestern. Autos wurden überfallen. Verbindungen wurden durchschnitten. Bahnen wurden gesprengt. Und dies in zunehmendem Maße, da ein Krieg hinter der Front zu den Zeiten, da es sich nur um einen Landkrieg handelte, ein solcher Krieg eine Schwierigkeit war. Durch das Hinzukommen des Luftkrieges haben sich hier völlig neue Möglichkeiten und Methoden entwickelt. Nacht für Nacht kamen eine große Reihe von Flugzeugen und warfen eine Unmenge von Sprengstoff und Waffen, Anweisungen und Ähnliches für diese Widerstandsbewegung ab, um sie zu verstärken und zu vergrößern. Es gelang zwar der deutschen Abwehr durch sogenanntes Funkspiel, durch abgefangene Chiffrierschlüssel und Vortäuschen einen großen Teil dieser Materialien in die eigene Hand zu bekommen. Aber es blieb immer noch genug übrig, dass der Widerstandsbewegung in die Hand fiel. Die Grausamkeiten, die hierbei zunächst geschehen sind, sind ebenfalls von außerordentlicher Ausdehnung gewesen. Auch hierüber sind Dokumente vorhanden, dass selbstverständlich... If the tribunal please... I'm very reluctant to interrupt this examination. But I should like to ask that the tribunal avail itself of the charter provision to require from counsel a statement of how this is relevant to the charges which we're engaged in trying. It raises a rather large and important question. And that question is this, as I see it. It raises a question which involves a great deal of time, if time is an important element in this proceeding. For the purposes of this statement, I may admit that there were actions taken by partisan groups within occupied territory which was very annoying and very objectionable and very injurious to the would-be conqueror. If it is sought to introduce testimony as to what partisans did toward the German occupying forces on the theory of reprisal,
then I respectfully submit counsel is proceeding in reverse order. That is to say, if the defense says yes, we did commit certain atrocities, we did shoot hostages, we did violate international law, then it may be that the motive, I shall argue that it is not, under the Hague Conventions, relevant, but then at least we might have that question presented. But unless this evidence is offered on the theory that reprisal would be justified, it has no place, I submit, in the case. If it is offered on the basis of establishing a theory of reprisal, our first inquiry is, what is it that reprisals were for? In other words, the doctrine of reprisal can only be invoked when you first admit that you committed certain definite acts of violation of international law. Then your question is whether you were justified. Now, I submit that it might shorten and certainly would clarify this proceeding if counsel will definitely state what acts it is on the part of the German occupying force that he is directing this testimony, as I suppose, to excuse it. And that unless there is some theory of reprisal pointed out with sufficient definiteness so that we may identify the violations on Germany's part for which she's seeking excuse by way of reprisal, that this testimony is not helpful in deciding the ultimate question. The question here is not whether the occupied countries resisted. Of course they resisted. The question is whether reprisals of the character which we have shown, whether acts, I should say, of the character which we've shown can be excused by way of reprisal. And if so, there must be an admission of those acts, and the doctrine of reprisal must be set forth, it seems to me, much more specifically. Yes, Dr. Stalmer? Ich habe leider die Ausführungen nicht völlig aufnehmen können, weil die Übersetzung nicht ganz mitgekommen ist. Aber ich meine, dass dieses Vorbringen aus folgenden Erwägungen erheblich ist. Den Angeklagten wird vorgeworfen, dass Geiseln in großem Umfang festgenommen und erschossen sind. Und es wird behauptet, dass dieses zu Unrecht erfolgt sei. Auf jeden Fall ist auch die Motive, die zu der Festsetzung der Geiseln geführt haben, bisher nicht oder nur unzureichend eingegangen. Und es ist zur Klärung dieser für die Entscheidung des Prozesses wichtigen Frage meines Erachtens unbedingt klarzustellen, dass zu diesen Erlassen hinsichtlich der Festnahme und der Behandlung von Geiseln geführt hat das Verhalten der Widerstandsbewegung. Es wird also meines Erachtens sehr wohl und mit Recht ausgeführt werden können, dass das Vorgehen der Widerstandsbewegung die Ursache gewesen ist für die Maßnahmen, die dann
von der deutschen militärischen Leitung zu ihrem Bedauern getroffen werden mussten. May I say one word to the tribunal in answer to Dr. Stommer's offer, if it be an offer? The suggestion of Dr. Stommer that the motives here are to be tried seems to me to lead us very far afield. If he is invoking the international law doctrine of reprisal, then he has to meet the conditions of that doctrine. Article 2 of the Geneva Convention of the 27th of July, 1929, provides specifically that measures of reprisal against prisoners of war are prohibited. He therefore must relate it to someone other than prisoners of war. Under the doctrine of reprisal, as we understand it, any act which is claimed to be justified as a reprisal must be related to a specific and continuing violation of international law on the other side. That is, it is not every casual and incidental violation which justifies wholesale reprisal. If it were, then international law would have no foundation for a breach on one side, however unimportant, would completely absolve the other from any rules of warfare. Secondly, anything which it is claimed to be justified as a reprisal must follow within a reasonable time, and it must be related reasonably to the offense which it is sought to prevent. That is, you can't, by way of reprisal, engage in wholesale slaughters in order to vindicate a single murder. Next, it must be shown that the reprisal, that a protest was made as a basis for invoking reprisal. You cannot engage in reprisals without notice. The reprisal must be noticed, notified by a responsible party of the government. And next, and most important, a deliberate course of violation of international law cannot be shielded as a reprisal. Specific acts must be reprisals for specific acts under the conditions I've pointed out. You cannot vindicate a reign of terror under the doctrine of reprisal. And so I respectfully submit that the offer of Dr. Stommer to inquire into the motives of Göring individually, or of all defendants collectively, or of Germany, does not meet any legal test. Might be pointed out to the court by way of mitigation of sentence after conviction, but is not a proper consideration on the question of guilt or innocence of the charges which we have brought to the bar. Darf ich? One moment. Mr. Justice Jackson. I understood you to agree that this sort of evidence might be relevant in mitigation of sentence. I think if your honors find defendants guilty, then come to the question of sentence, as we do in our practice. Well, you might find almost anything that a defendant saw fit to urge relevant to the sentence. But I don't take it that Dr. Stommer is now dealing with the question of sentence, or that it's offered as relevant to that subject. If it is, I should consent that
any plea for leniency be heard, of course. It's offered, as I understand it, on the question of guilt. Well, that may be so, but the tribunal may consider it more convenient to hear the evidence now. The charter, as far as I see, hasn't provided for any evidence to be given after sentence, if sentence is pronounced. And therefore, any evidence which would have to be given in mitigation will be given now. The difficulty with that, I should think, would be this. That a defendant may very well be found guilty on some counts, but not on others. That would require the litigation at this time of the question of sentence, two-thirds of which might be irrelevant because he might not be found guilty on more than one count. I may be biased in favor of the practice that I know, or at least am presumed to have some knowledge of. In our procedure, the question of guilt is tried first. The question of sentence is a separate subject to be determined after the verdict. I should think that would be the logical way to proceed here. And I don't understand that this, I think Dr. Stommer confirms my view that this is not offered on the question of sentence. I don't think he concedes that he's reached that point yet. Beides. Darf ich mich noch ganz kurz zu der Rechtsfrage äußern? Es steht fest, oder jedenfalls wird diesseits behauptet, dass durch Frankreich völkerrechtliche Verletzungen durch die Organisierung des Bandenkrieges in großem Umfang vorgekommen sind. Die Bekämpfung dieser völkerrechtswidrigen Verhaltens kann erfolgen durch Repressalien, wie soeben von Herrn Oberrichter Jackson ausgeführt wurde. Es ist richtig, dass für die Androhung von Repressalien gewisse Voraussetzungen gegeben sind. Es kann hier meines Erachtens dahingestellt bleiben, ob solche die formalen Voraussetzungen erfüllt sind. May I ask whether you agree that the conditions which Mr. Justice Jackson stated are accurately stated? Jawohl. Es handelt sich aber hier auch ferner nach meiner Auffassung um den Tatbestand des Notstandes, der durch das völkerrechtswidrige Verhalten bei Auslösung des Bandenkrieges entstanden war. Und dieser Tatbestand gab den Heeresbefehlshabern das Recht, allgemeine Anordnungen zu treffen, um diesen widerrechtlich herbeigeführten Tatbestand zu beseitigen. Es ist also nicht nur für die Urteile, es ist also in jedem Falle dieser Sachverhalt für die Urteilsfindung von Bedeutung. Würden Sie dann fortfahren in Ihrer Beantwortung? Ich glaube, dass schon meine nächsten Ausführungen jene Voraussetzung erfüllen oder erfüllt hätten, die Herr Oberrichter Jackson gefordert hat. Nämlich, ich bestreite keineswegs, dass sich Dinge ereignet haben, über die völkerrechtlich außerordentlich debattiert werden kann. Es sind auch Dinge vorgekommen, die man unter allen Umständen als Ausschreitungen über dieses Maß hinaus bezeichnen muss. Ich wollte nur dartun, wie es dazu
gekommen ist, ohne den völkerrechtlichen Standpunkt der Repressalie, sondern ausschließlich aus dem Gefühl des bedrohten Soldaten heraus, der durch nicht reguläre Truppen im offenen Kampf, sondern im Rücken durch Banden an der Ausführung seiner Aufgabe dauernd gehindert wird. Durch all diese Dinge, auf die ich nicht näher einzugehen brauche, ist jene Erbitterung entstanden, die spontan oder in gewissen Fällen auch aus Staatsnotwendigkeit und Notstand befohlen, zu diesen zum Teil überschrittenen Einzelereignissen da und dort durch die Truppe geführt haben. Man muss sich in jene Zeit der stürmischen Kämpfe zurückversetzen. Heute, im Abstand von Jahren, in der ruhigen Erörterung der rechtlichen Basis, klingen diese Dinge sehr schwer und auch unverständlich. Äußerungen aus der Erbitterung herausgetan klingen heute ohne Verständnis dieser Lage ganz anders. Und es war ausschließlich meine Absicht, einen Augenblick dem Gericht jene Atmosphäre zu schildern, in welcher und aus der heraus solche Handlungen, wenn auch nicht immer entschuldbar, so in vielen Fällen verständlich erscheinen und auch von anderen in ähnlicher Lage durchaus durchgeführt wurden. Dieses war und ist meine Antwort auf die Frage, warum die Verhältnisse in Frankreich zwei vollkommen verschiedene Kriegsphasen bedungen haben. Die erste, ich schließe damit ab, des regulären Kampfes, die zweite jenes Kampfes, der nicht durch reguläre Truppen geführt, aus dem Hinterhalt kommend, im Untergrund entgegnet, immer ganz andere Grausamkeiten und Ausschreitungen bringen wird und zu allen Zeiten gebracht hat, wie der regelrechte militärische Kampf. Es kommt hier dann auch oft zu Einzelereignissen, sei es durch Einzelne oder durch Truppenteile, die die oberste Führung dann durchaus nicht immer in der Hand hat und haben kann. Welche Maßnahmen hat die deutsche Besatzungsbehörde in Frankreich getroffen zur Hebung der französischen Landwirtschaft während der Besatzungszeit? Ich kann mich hier kurz fassen und auf die Aussage des Zeugen Körner hinweisen, die ich nur bestätigen kann. Das heißt, Frankreich, die Landwirtschaft, wurde während der Besatzungszeit außerordentlich gefördert und gesteigert. Eine große Anzahl von Brachflächen oder die nicht richtig landwirtschaftlich genutzt waren, wurden dieser Nutzung zugeführt und andere durch verstärkte Einsatz von Düngungsmitteln und sonstiger Bearbeitung außerordentlich intensiviert. Die einzelnen Ausführungen darüber, was geschehen ist, und die Zahlen
die eine landwirtschaftliche Produktionssteigerung im Laufe der Besatzungsjahre ergeben haben, sind mir nicht geläufig und könnten nur durch die betreffenden verantwortlichen Fachleute gegeben werden. Welche Gründe waren für die Einführung der Reichskassenkreditscheine in den besetzten Gebieten maßgebend? Eine Maßnahme, die wohl von jeder Besatzungsmacht eingeführt wird, um den Geldumlauf zu regulieren und in den richtigen Grenzen zu halten und eine Abstimmung zur Landeswährung damit herbeizuführen, also ähnlich dem Vorgang, der heute in allen besetzten Zonen Deutschlands desgleichen stattfindet. Als Dokument 141 PS ist hier eine Verfügung von Ihnen vom 5. November 1940 vorgelegt, durch die Sie eine Regelung bezüglich der in den Louvre gebrachten Kunstgegenstände getroffen haben. Ist Ihnen diese Verfügung gegenwärtig oder soll ich sie Ihnen vorlegen? Sie ist mir vollkommen gegenwärtig. Sie hat ja eine große Rolle hier gespielt. Diese Kunstgegenstände, die zunächst in den Louvre verbracht wurden und nachher in das Ausstellungsgebäude, das glaube ich Jeu de Paume heißt, hier handelt es sich um jene Kunstgegenstände, die aus jüdischem Besitz, und zwar herrenlosen Besitz, wo die Besitzer das Land verlassen hatten, zunächst beschlagnahmt worden waren. Dieser Befehl war nicht von mir ergangen. Ich kannte ihn nicht. Es war ein Führerbefehl. Erst als ich in Paris war, hörte ich davon und hörte auch, dass die Absicht bestand, dass diese Kunstgegenstände in der Hauptsache, soweit sie von galeriemäßigem Wert waren, dem Museum in Linz, das der Führer errichten wollte, zugeführt werden sollten. Ich persönlich gestehe das offen, hatte ein Interesse daran, dass nicht alles nach Süddeutschland kommen sollte. Ich selbst habe vorher, schon längere Zeit vorher, beschlossen gehabt und dies auch dem Finanzminister mit, dass ich nach dem Kriege oder an einem irgend sonstigen mir richtig erscheinenden Zeitpunkt diejenigen Kunstschätze, die ich bereits vor dem Krieg selbst besessen habe, sei es durch Erwerb, sei es durch Geschenk, sei es durch Erbschaft, als eine von mir zu stiftende Galerie dem deutschen Volke übergeben wollte. Und zwar war die Absicht von mir, diese Galerie nach ganz anderen Gesichtspunkten wie sonst Museen errichtet wurden, aufzustellen. Pläne für den Auf- und Ausbau dieser Galerie, die als Anbau in dem großen Wald der Schorfheide in Karinhall erfolgen sollte und in denen die Kunstgegenstände ihren verschiedenen Entstehungen und Jahrhunderten nach unter denselben Eindrücken ausgestellt werden sollten, waren fertig und konnten nur wegen des Kriegsausbruches nicht ausgeführt werden. Es sollte sich um Gemälde, Statuen, Gobelins,
und Kunstgewerbe der jeweils gleichen Epoche handeln, die zusammengestellt werden sollten. Als ich nun die Dinge sah in Göteborg und hörte, dass sie in der Hauptsache nach links gehen sollten, diejenigen, die für galeriemäßig, nicht wertmäßig angesehen wurden, sollten einer untergeordneten Stimmung zugeführt werden. Da hat, ich bebel das auch offen zu, meine Sammlerleidenschaft sehr stark gefasst. Und ich habe gesagt, wenn die Dinge beschlagnahmt sind und bleiben, möchte ich einen geringen Teil wenigstens erwerben, um sie somit in diese von mir zu errichtende norddeutsche Galerie einzufügen. Der Führer genehmigte dies mit dem Vorbehalt, dass er zunächst selbst aber die mindestens Fotografien sehen wollte, jener Gegenstände, die ich zu erwerben wünschte. Und es ist in einer ganzen Reihe von Fällen verständlicherweise dazu gekommen, dass er dann diese Betreffenden für sich selbst, das heißt nicht für sich, sondern für sein Museum in Linz haben wollte und ich sie wieder herausgeben musste. Ich wollte aber von Anfang an eine absolute, klare Trennung insofern, als ich jene Gegenstände, die ich für die von mir zu errichtende Galerie erwerben wollte, auch bezahlen wollte. Deshalb verfügte ich, dass ein Kunstsachverständiger, und zwar nicht ein Deutscher, sondern ein Französischer, war irgendein Professor, Name erinnere ich mich, den ich auch nicht gesprochen habe, die Dinge abschätzen sollte und dass ich dann dazu Stellung nehme, ob mir der Preis zu hoch ist, ich verzichte, oder ob ich diesen Preis bezahlen wollte. Der erste Teil wurde auf diese Weise beglichen, dann wurde ein Stopp eingelegt, weil ein Teil dieser Gegenstände hin und her ging. Das heißt, sie gingen zum Führer zurück und blieben nicht bei mir. Und erst nach Abschluss der Klarheit sollte die Bezahlung erfolgen. Ich habe nun auch in diesem Dokument, Erlass, den ich als vorläufigen Erlass bezeichnete und den der Führer erst noch zu genehmigen hätte, betont, dass all die Dinge, die bezahlt würden, also von mir, beziehungsweise die Dinge, die keinerlei musealen oder Galeriewert hatten, die sollten versteigert werden an französische Geschäfte oder deutsche oder wer sich an dieser Versteigerung beteiligen wollte. Dass der Erlös aus all diesen Dingen, soweit sie nicht beschlagnahmt, sondern bezahlt wurden, den Hinterbliebenen der französischen Kriegsopfer auszuliefern wäre. Ich habe dann wiederholt angefragt, wohin die Überweisung erfolgen sollte und das in Zusammenarbeit mit den französischen Stellen ja doch solch ein Konto errichtet werden müsste. Es ging dann immer wieder um diese Errichtung dieses Kontos. Die Summe lag stets auf meiner Bank bereit bis zum Schluss. Eines Tages, als ich wieder angefragt habe, erhielt ich eine überraschende Antwort, nämlich,
dass der Reichsschatzmeister der Partei auf eine Erstattung dieser Summen verzichtete. Ich habe sofort zurückgeschrieben. Meine Sekretärin wäre in der Lage, eidlich zu bezeugen, dass ich überhaupt nicht verstehe, was der Reichsschatzmeister der Partei damit zu tun hat. Ich möchte das französische Konto wissen, auf welches ich die Beträge überweisen kann. Und hier könnte die Partei, das heißt Reichsschatzmeister, in keiner Weise mir die Zahlung erlassen oder nicht, denn ich selbst habe diese ja gewünscht. Selbst nachdem bereits das französische Land wieder besetzt war, forderte ich das Konto an, wohin ich die bereits liegende Summe überweisen könnte. Zusammenfassend und abschließend möchte ich sagen, ich betrachtete nach einem Erlass diese Dinge als für das Reich beschlagnahmt. Und folgedessen glaubte ich mich auch berechtigt, daraus Erwerbungen zu erzielen, besonders da ich nicht nur dem Reichsfinanzminister, sondern auch meiner ganzen Umgebung niemals ein Hehl daraus gemacht habe, dass diese Gegenstände ebenso wie die vorhin erwähnten aus meinem Besitz, soweit sie musealen Wert hatten, in dieser vorhin beschriebenen Galerie zusammengefasst werden sollten. Was nun den Tausch anbelangt, so möchte ich auch dies richtigstellen. Unter den beschlagnahmten Bildern befanden sich auch solche modernster Art Bilder, die ich persönlich ablehne und ablehnte, die aber im französischen Kunsthandel, so viel mir gesagt wurde, begehrt waren. Ich habe daraufhin gesagt, von mir aus können dann auch solche Bilder geschätzt und erworben werden, um sie dann gegen alte Meister, die mich interessierten, zu tauschen. Ein Druck ist in dieser Richtung von mir nie ausgeübt worden. Ich habe mich nur damit befasst, ob einer mir einen zu hohen Preis abforderte, dann ging ich auf das Angebot nicht ein, oder wie in jedem Kunstgeschäft, ob mir das Angebot passte und vor allem, ob das Angebotene auch echt und richtig war. Dies nur zum Tausch und dass ich keinesfalls hier einen Druck ausgeübt habe. Später, nachdem ich die Dinge erworben habe, habe ich einen Teil derselben, ebenso wie einen Teil meiner eigenen, selbstverständlich zum allgemeinen musealen Tausch verwendet. Das heißt, ein Museum war interessiert an diesem einen Bild, ich war interessiert für meine Galerie an einem Bild, das dieses Museum besaß. So wurde getauscht. Dieser Tausch erfolgte auch mit Kunsthändlern des Auslandes. Hier handelt es sich aber nicht ausschließlich um Bilder oder Kunstgegenstände aus diesem Erwerb, sondern ganz generell auch solche, die ich im freien Handel, sei es in Deutschland, Italien, anderen Ländern, oder erworben hatte oder die ich von früher her besaß. Ich möchte bei dieser Gelegenheit gleich hinzufügen, dass unabhängig von dem Erwerb aus, ich möchte
Es bezeichnet dem Jeu de Paume, wo diese gegen beschlagnahmten Gegenstände waren. Ich selbstverständlich auch in Frankreich, wie in allen anderen Ländern, vor, nach dem Kriege, vor und während des Krieges, möchte ich sagen, im freien Handel Kunstwerte erworben habe. Und ich darf hinzufügen, dass es ungefähr so war, dass wenn ich nach Rom oder Florenz kam, oder Paris oder Holland, schon immer, als wenn die Leute vorher geahnt hätten, dass ich komme, in kürzester Frist ein ganzer Berg von Angeboten, schriftlichen Angeboten aus allen möglichen Kreisen, Kunsthändler und Privaten, vorlag. Wenn auch das meiste immer falsch war, so waren doch auch mich interessierende, echte Angebote, also echte Gegenstände, die angeboten wurden, darunter. Und ich habe im freien Handel, im freien Einkauf in diesen Ländern eine Reihe von Kunstgegenständen erworben. Besonders auch aus privater Hand wurden mir sehr häufig Angebote gemacht. Am Anfang, auch das möchte ich betonen, wurde ich besonders in Paris ziemlich betrogen. Man schlug sofort, wenn man wusste, es war für mich 50-100% auf den Preis auf. Das ist von mir kurz und abschließend zu den Dingen zu sagen. Haben Sie zum Schutz der französischen Kunststätten und Denkmäler Vorkehrungen getroffen? Ich möchte hier nun zunächst mich zu den staatlichen Kunstschatz Frankreichs äußern. Das heißt, zu dem Besitz der staatlichen Museen. Aus den staatlichen Museen habe ich weder einen Gegenstand beschlagnahmt, noch sonst irgendwie entnommen. Ausgenommen waren zwei Tauschverträge mit dem Louvre auf völlig freiwilliger Basis. Und zwar tauschte ich hier eine Figur, die in der Kunstgeschichte bekannt ist als La Belle Allemande. Eine aus Deutschland stammende Holzfigur gegen eine andere deutsche Holzfigur, die schon lange Jahre vor dem Kriege mein persönliches Eigentum war, und zwei Bildern aus. Ein Tausch, wie er schon vor dem Krieg zwischen mir und anderen Museen da und dort gemacht wurde und wie er unter den Museen auch üblich ist. Sonst habe ich immer alle Stellen angewiesen, das Äußerste zu tun, um diese Kunstschätze zu schützen vor Zerstörung durch Bomben oder Kampfeinwirkung. So erinnere ich mich, dass als mir Direktoren des Louvre sagten, dass die meisten Dinge einfach nur in die Räume der sogenannten Loire-Schlösser gestellt worden waren, dass bei den vermehrten Bombenangriffen, die kamen, ich bereit sei, auf Ihre Anforderung und wenn Sie es wünschten und wenn es sich für notwendig erwiese, Ihnen zu helfen, die Dinge in sichereres Gewahrsam, wo Sie bestimmten, hinzubringen, da sie klagten, keine Transportmittel zu besitzen. Nun komme ich zu den Kunststätten, worunter ich Gebäude, Kirchen und andere Denkmäler, also feststehender Art, verstehe.
Und hier kann ich sagen, dass ich vielleicht manchmal einen Befehl gegeben habe, der mich zu meinen rein militärischen Pflichten in einen kleinen Widerspruch führte. Denn ich habe meinen Fliegern schärfstens betont, unter allen Umständen die herrlichen gotischen Kathedralen der französischen Städte zu schützen und nicht anzugreifen. Selbst dann nicht, wenn in diesen Orten es sich um Truppenstauung und Ähnliches handelte. Und angeordnet, dass wenn Angriffe sein müssten, in erster Linie die zielsicheren Stuka-Verbände verwendet werden sollten. Und es wird mir jeder Franzose bestätigen müssen, der damals dort war, dass sich das eigenartige Bild ergab, ob Amiens, Rouen, Chartres oder sonstige Städte, die Kathedralen, abgesehen davon, dass bei einer Bombendetonation Glas kaputt geht, aber die kostbaren Fenster waren vorher entfernt, Gott sei Dank, wohl die Häuser der Umgebung dieser Kathedralen den Angriffen zum Opfer gefallen waren, aber mit Ausnahme, soweit ich mich erinnere, der kleineren Kathedrale in Beauvais, die größere war ebenfalls verschont, durchaus diese Kunststätten wichtigster und schönster Art verschont, und zwar bewusst verschont geblieben sind. Im Gegensatz zu dem, was später in Deutschland geschah. Dies anerkannte auch wiederholt die französische Regierung mir gegenüber. Sonst habe ich zu diesem Punkt nichts auszuführen. Welche Gründe veranlassten Sie, den Oberst Feldjens mit der Zentralisierung des schwarzen Marktes in Frankreich zu beauftragen? Der Oberst Feldjens war ein Oberst der Reserve. Im Ersten Weltkrieg Flieger war er dann in die Wirtschaft gegangen. Er war also nicht in seiner Eigenschaft als Oberst, sondern in seiner Eigenschaft als Wirtschaftler eingesetzt. Er war auch nicht nur für den schwarzen Markt in Frankreich, sondern Holland und Belgien von mir beauftragt. Und das kam so. Nach einer gewissen Zeit der Besatzung wurde mir gemeldet, dass verschiedene Dinge, an denen mir kriegswirtschaftlich sehr gelegen war, nur auf dem schwarzen Markt zu haben wäre. Damals lernte ich erst den Begriff eines schwarzen Marktes zum ersten Mal kennen. Das heißt, es sei wohl noch Kupfer, Zinn und andere uns höchstlich interessierende Dinge vorhanden, die liegen aber zum Teil in Holland in den Kanälen und Krachten versenkt und in den anderen Ländern auch wohlweislich versteckt. Aber bei Einsatz der notwendigen Geldmittel würden sie herauskommen, während aufgrund der Beschlagnahmungsorder kriegswichtiger Rohstoffe wir nur sehr wenig in die Hand bekommen würden. Ich ließ mich damals, wie während des ganzen Krieges, ausschließlich und immer nur von der für das Endkriegsziel die Erringung des Sieges leitenden Absichten und Willen lenken. Es war mir wichtiger, Kupfer, Zinn, um nur ein Beispiel zu nehmen, zu bekommen, auf jeden Fall,
auch wenn ich noch so hohe Summen einsetzen musste, als sie nicht zu bekommen, aus der Überlegung heraus, dass solche Summen in dieser Höhe nicht gerechtfertigt wären. Ich habe also Feld jetzt gesagt, ganz generell, welche Dinge die deutsche Kriegswirtschaft interessieren, wissen Sie. Wenn Sie diese Dinge und wie Sie diese Dinge bekommen, das ist mir letzten Endes gleich. Werden Sie durch die angeordnete Beschlagnahme erfasst, umso besser. Müssen wir viel Geld dafür aufwenden? Aber bekommen Sie dafür, muss auch dieser Weg gegangen werden. Das Unangenehme war, dass aber auch andere Dienststellen, zunächst ohne mein Wissen, wie das hier richtig von der französischen Delegation ausgeführt wurde, ebenfalls auf dieselbe Weise an die sie interessierenden gleichen Dinge heranzukommen versuchten. Diesen Wettbewerb auch nur noch intern zu haben, der ging mir allerdings nun über alles hinaus. Und hier habe ich Feldjens nun die Vollmacht gegeben, einzig und allein die Stelle zu sein, die den zivilen Händlern gegenüber, die nur auf diesem Weg die Dinge behaupteten, heranschaffen zu können, zu kontrollieren und als einzige aufkaufende Stelle dafür aufzutreten und mit meiner Vollmacht die anderen Dienststellen auszuschalten. Wie schwer ein schwarzer Markt endgültig zu bekämpfen ist, geht aus mehrerem hervor. Ich habe nachher gänzlich auch für Feldjens und seine Organisation den schwarzen Markt verboten. Auf eine besondere Bitte des Ministerpräsidenten Laval hin. Trotzdem war er damit nicht beseitigt. Und es ist nur eine Bestätigung meiner Auffassung, dass die französische Anklagedelegation ausgeführt hat, dass der schwarze Markt sogar den Krieg noch überdauert hat. Und soviel ich weiß, blüht er heute auch in vollem Umfange hier wieder in Deutschland. Es sind dies nun mal Erscheinungen, die immer in und nach einem Krieg auftauchen werden, sobald eine außerordentliche Verknappung oder Zurückhaltung und Verstecken der Waren auf der einen Seite und das Begehren, sie zu erhalten, auf der anderen vorhanden ist. Und ich jetzt. Dr. Stalmer, the tribunal understood from you that the witness would probably, the defendant would probably finish his examination in chief at midday today. Can you now tell me how much longer you think the defendant will be? Ich hatte ja damit gerechnet, dass wir heute Morgen fertig würden. Es ist ja, nun sind ja einige Unterbrechungen gewesen. Ich hoffe, dass ich heute im Laufe des Tages fertig werde. There have been no interruptions, with the exception of that one interruption with reference to Mr. Justice Jackson's objection as to reprisals. That's the only objection which I remember. Es ging zuvor eine technische Störung. Es ging zuvor eine technische Störung. Eine technische Störung. Yes. Yes.
Jeffrey, you want to say we'll sit Sunday morning? Yes, I do. The tribunal will sit tomorrow morning from 10 till 1.